Pudel. Die haben einfach alles. Sie sind klug, gut erzogen und vor allem machen sie jede Menge Spaß. Zwergpudel sind eher die lebendigen, verspielten Vertreter und auch die normalen Hunde teilen diese Lebensfreude. Tatsächlich gelten die großen Pudel als eine der intelligentesten Hunderassen überhaupt. Diese gleichermaßen sensiblen und gehorsamen Hunde sind ebenso sehr zugänglich und ihrem Besitzer gegenüber absolut hingebungsvoll. Sie haben meist eine Bezugsperson. Du wirst schnell feststellen, dass sie wirklich viel Menschenkontakt brauchen und immer glücklicher sind, wenn sie mit dir oder ihnen bekannten Menschen interagieren. Spieleinheiten, welche sie geistig fordern, sind, genau wie Gehorsamkeitstraining, ein wichtiger Teil der täglichen Routine, zu der auch ein mittellanger Auslauf zählen sollte. Um nicht zu verfilzen, sollte ihr Fell jeden zweiten Tag gebürstet werden. Gut zu wissen. Obwohl die Herkunft der Pudel umstritten ist, wird sie sehr häufig nach Deutschland zurückverfolgt. Das Wort Pudel kommt von einem niederhochdeutschen Verb für rumplanschen. Der Pudel. Ein rundum guter Hund für Familien und Einzelpersonen, der häufig übersehen wird.